Ja, hallo meine lieben Gamer-Freunde, herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ja, und wir haben hier einfach mal so eine kleine schöne Saphir-Drachenklaue bekommen von unserem guten Wilhelm. Ich mag den immer mehr irgendwie. Noch auf einen Met vorbei. Ja, auf einen Met vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wie sein Satz angefangen hat, schaut die letzte Folge. Wir hatten ihn dann unterbrochen. Nein, wir haben den Warum sage ich nein? Ich weiß es nicht. Wir haben in der letzten Folge den Feuerschleierhügel unter die Lupe genommen und haben herausgefunden, dass es da nicht spukt. Allerdings gibt es dafür ein Tor, das wir nur öffnen können, eben mit dieser Saphir-Drachenklaue. Und ich weiß es nicht, wie der Wilhelm da im Besitz dieser Klaue gekommen ist, aber irgendwie hat er es geschafft. Uns soll es egal sein, er hat sie uns geschenkt, was ich ziemlich cool von ihm finde. Ist jetzt jedenfalls ein Bro von uns und jetzt bringen wir diese Klaue schnell runter. Wir waren jetzt nochmal die Kombination bei den Türen. Naja, schauen wir mal. Ich werde jedenfalls nicht die ganz rechte benutzen, also den ganz rechten Hebel, weil sonst wird man wieder mit Giftfallen gelöchert. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hinter dem Tor erwartet. Ob eine der Kräfte, eine der Schreie, die wir haben, verbessert wird. Oder ob wir sogar einen komplett neuen erlernen. So. Ah, ich hätte auch erwartet, dass es hier irgendwie Untote gibt, die auf uns reagieren oder irgendwie sowas. Aber okay, der hat hier unten halt gelebt die ganze Zeit. Zack. Recht einfach, wenn man einmal den Dreh raus hat. Wird hier nochmal das Feuer aktiviert? Nö, ne? Okay, gut. So. Jetzt müssen wir uns vorher nochmal fix die Klaue angucken, bevor wir das hier öffnen können. Objekte, sonstiges. Ne, ausrüsten will ich nicht. Ich möchte sie mir gerne angucken. Motte, Eule. Was ist das da unten? Warte mal. Kann ich irgendwie zoomen? Was ist denn das? Sorry Leute, ich bin gerade echt zu... Ah, der Wolf ist das. Motte, Eule, Wolf. Okay. Ach, die Eule war doch schon richtig Idiot. Motte. Ganz unten haben wir die Eule. Nee. Motte. Eule, Wolf. So, und jetzt aktivieren. Ein Moment. Machen wir mal so. Ich bin gespannt. Okay, also hier werden wir definitiv noch auf ein paar Untote jetzt sicherlich treffen. Macht euch bereit. Und auch einige Fallen. Also hier unten, da vorne schon in dem Vorraum waren ja schon einige Fallen. Da werden es hier nicht weniger, glaube ich. Wo sind wir denn jetzt hier? Eichenhaut, das ist gut. Aber jetzt irgendwie Licht machen irgendwie. Ach, natürlich können wir Licht machen. Einen Moment. Interessant. Sieht anders aus, als ich jetzt erwartet hätte. Warum ist denn das Ding jetzt... Was? 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 Was ist da los? Jetzt doch da einer auf. So, zack. Ich gehe da bloß drauf zu, auf einmal geht das zu und dann. Na komm her! Es ist cool, dass der immer gleich den Geist beschwört. Ich nehme jetzt erstmal das hier mit. Ach, ist der Wolf. Okay, warte mal. Okay, jetzt müssen wir den Hebel aktivieren. Jetzt können wir weiter, aber hier geht's doch wieder hoch. Mann, Mann, Mann. Und dann war es doch bloß ein Droge. Also, danke für deine Hilfe, ne? Aber ich dachte, es wäre jetzt vielleicht so ein Megadroge. Eine Megadroge. Lass mich. Jetzt komme ich an dem Schutzgeist nicht vorbei, ehrlich.
Da ist ein Gegner. Oben auf der Karte ist ein Gegner. Was war das jetzt? Gott, oh Gott. Nee, doch da. Oh nein, was ist denn? Was wird denn hier für eine Falle aktiviert? Ah, okay. Ja, jetzt ist aber mal gut hier. Ach du Himmels... Ey. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh. Na komm. Wie der Biss eines Flohs oder was? Boah, weg hier. Das ist mir erst sehr spät aufgefallen, aber es ist mir noch aufgefallen. Das war ziemlich geil jetzt. Wow, so, ich bin jetzt... Versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin sehr begeistert, aber ich bin ein bisschen überfordert. Wir haben ja dann noch eine Etage weiter über uns. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das hier noch so verwinkelt. Was jetzt schon wieder? Was jetzt schon wieder? Ruhelose Droge, der ist ein bisschen stärker. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das sind mehrere. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ihr könnt mich nicht schlagen. Tada! Bisschen mehr Flammen. So. Da ist aber noch einer. Wo ist hier noch einer? Ich hab doch ihn gehört. Aber du bist das. Oh Mann. Das klingt doch nach einer Falle. Was war das denn? Hallo? Ach so. Ja, na dann. Halt, stopp. Beschädigtes Buch nehmen wir nicht mit. Bin immer noch da. Das ist so süß von dir. Geht nur. Warte kurz. So, jetzt erstmal zack. So. Ich möchte ja nicht, dass du dir wehtust. Wir brechen auf. Jo. Gehen wir. Weiter geht's. Ich wusste es doch. Der wäre uns doch in den Rücken gefallen, der Kleine. Naja, bleib schön liegen. Freundchen. Verarschen kannst du mich nicht. Hohoho, da kam noch ein Pfeil geflogen. Verarschen könnt ihr mich nicht. Da müsst ihr schon früher aufstehen, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also ich möchte... Okay. Ich möchte jetzt nur eines kurz erwähnen. Ah! Vendal, aufgepasst. Vendal! Okay, jetzt kann ich nicht angreifen. Aber er hat wenigstens... Nein! Oh, er lebt noch. Stirb! Nein, der falsche Schrei.
tada. Hoffentlich hat das Fendal jetzt trotzdem noch über den Fendal. Gut. Gut, ihm geht's gut. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Schlüssel zum Feuerschleierhügel. Jetzt gibt's hier noch einen Schlüssel oder was? Was ist da los? Der Schlüssel? Ja. Okay. Ich nehme mal stark an, dass dann die Treppe nach oben dann irgendwie ein zweiter Ausgang ist. Ne, was ich sagen wollte, ich finde es gut, dass die Gefährten eigentlich wirklich nur durch einen selber sterben können, so wirklich. Also, dass die ansonsten dann immer in die Knie gehen. Aber das ist doch sinnlos. Wozu sollte ich denn jetzt den Schlüssel von dem Typen aufnehmen? Du musst ihn doch so oder so besiegen. Okay. Wieder mal ein kleines Rätsel. Was haben wir jetzt hier unten? Winziger Seelenstein. Hier noch, hier haben wir nichts. Hier ist sonst nichts. Hä? Hä? La 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 la. Wir wählen diesen Schrei. Bam! So. Wahrscheinlich müssen wir die Dinger richtig machen, damit die Boah, 43 Gold. Also wir finden hier wirklich einiges an Gold, Fendal. Kannst du glauben? So, wir brauchen wahrscheinlich die richtige Kombination, damit wir die Brücke da hinten runterlassen können. Allerdings stellt sich jetzt die Frage, wo finden wir die richtige Kombination? Ah. Okay. Fisch oder Wal. Schlange. Fisch, Vogel, Schlange, Fisch. Okay. Also. Fisch. Vogel. Nein, die Schlange war doch schon. Schlange. Ich sage jetzt hier einfach Fisch zu. Es mag vielleicht ein Wal sein. Ich weiß es doch nicht. Tada. So wird doch ein Schuh draus. Ich drücke immer das Falsche. So, da hinten sehen wir doch schon einen nächsten Freund, der auf uns wartet. Das ist doch der Wahnsinn, wie viele Freunde wir doch haben. Zack. Und der nächste Schuss. So. Ah, interessant. Anscheinend hat er gerade eine Falle aktiviert. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er selbst noch im Doppeltote uns den Weg frei macht. Da ist doch noch eine Falle. Ah. Fendal? Nein! Danke, Fendal. Danke. So, ich dachte, der tritt wieder drauf. Aber er hat's gelassen. So, ich nehme mal stark an, hier kommen nicht noch mehr Steine von oben runter. Mordfall, Gold. Noch eine Tür. Mensch. Langbogen. Wozu brauche ich den Langbogen hier? Den Zaubertrank können wir mitnehmen. Ich glaube, hier kommt noch ein bisschen krasserer Kampf. Feuerschleiertiefen. Eieiei. Finden wir da überhaupt wieder zurück? Ich würde ja gerne dann nochmal die eine Wendeltreppe da komplett hochgehen. Automatisches Speichern. Also ich muss ehrlich zugeben, ich hätte das jetzt... Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, gefunden. Aber ich hätte es... Geil schaut's aus, das muss man sagen. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir noch so tief kommen. Das gefällt mir nicht. Ja, da sind wir schon zu zweit, glaub mir.
Angriff. Skelett. Wo ist das andere Skelett? Da hinten. Skelette, Skelette, Skelette. Alle verbrennen wird. Schutzgeist gerufen. Sehr gut. Noch ein Skelett. Die Skeletten werden... Sorry, ich habe den Schutzgeist, glaube ich, getötet. Das wollte ich nicht. Da kommen noch mehr. Jetzt sind es ruhelose Droge. Ich kann... Ach du Gott, was haben die denn für Schwerter? Ach du meine Fresse. Und wir können... Hol schnell deinen Bogen raus. Ein bisschen Schaden zufügen. Einmal den Schrei loslassen. Flamme, Flamme. Angriff. Was? Nein, warum Faust? Bist du blöd? Ach Mann. Den haben wir schon mal. Dann fehlt nur noch der hier. Oh, dahin kommt der nächste. Mir fällt gerade was ein. Wir müssen mal fix... Wir müssen mal ganz schnell ein Buch lesen. Eichenhaut. 40, steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 40 Punkte. So, wichtig. So, Schriftrolle, nein. Wir müssen mal lernen, wie wir hier solche Zaubertränke herstellen. So. Aber... Na, wie viele kommen denn dann noch? Das ist die Frage. Da kommen noch einige. Da kommen noch einige. Ach du... Heiliger Bimbam. Wo haben wir das denn jetzt? Wo haben wir das denn jetzt? Eichenhaut. Ist jetzt links. Nicht genug Magika dafür. Nicht euer... nicht euer Ernst. Na, nimm die Axt. Nimm doch die Axt. Worauf wartest du denn? Jawohl, ja. Wichtig. Okay, gut. Die reagieren gerade mal nicht auf uns. Das ist gerade sehr positiv für uns. Treffer. Jawohl. Oh Gott, oh Gott. Ich sag mal so, ist natürlich mega dumm von denen. Aufpassen. Entschuldige. Wen auch immer er gerade rufen wollte. So. Jetzt brauchen wir aber erstmal... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Sorry, ich sag das zu oft. Ich weiß. Aber die Musik ist weg. Das ist sehr verwirrend. Das ist irgendwie sehr verwirrend. So. Ne, komm. Oh. Jawohl, ja. Oh Gott. Ganz cool. Also das wird jetzt hier wahrscheinlich der letzte sein. Nein, ich wollte den Nordbogen. Höherer Drogefürst. Na, ist klar. Aber der ist gerade zu blöd. Der ist einfach nur gerade zu blöd. Und jetzt bin ich zu blöd. Jetzt bin ich zu blöd. Ey, willst du mich verarschen oder was? Also, Freundchen. So fangen wir jetzt gar nicht erst an. Pass mal auf. Jetzt muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Freundchen. Jetzt brenne. Jawohl, ja. Das gibt einen High Five, Fendal. Komm mit Sprung. Hepp. So. Heieieiei. Freunde, Freunde, Freunde. Oh, was für ein Schwert. Frostschaden auf Gesundheit und Eier. Können wir mitnehmen. Was? Oh, war nicht schlecht. Ja, war nicht schlecht. War geil. Hat Spaß gemacht. Noch ein paar Stahlpfeile, ein bisschen Gold, alles mitnehmen. Ich glaube,
glaube, unsere Schussqualitäten konnten wir dadurch auch verbessern. Weil wir haben doch ein paar sehr gute Schüsse hinbekommen. So, Kai, du hast keine Münzen zwischen den Rippen gespeichert. Ja, hat's abgespeichert. Wir haben doch hier auch noch ein paar getötet. Alter Nordbogen haben wir selber. Nordpfeile, Eisenpfeile. Wir haben leider nicht so viel Platz, um das alles mitzunehmen. Ja, okay, jetzt hat sich da eine Tür geöffnet. Wie schön. Noch eine Tür, ey. Aber das kannst du jetzt hier nicht gewesen sein. Also wenn jetzt hier jetzt danach nichts kommt, dann raste ich aus. Gut, wir haben Erfahrungspunkte gesammelt, aber ich rechne jetzt eigentlich schon damit, dass wir hier. Schöne Truhe. Ja, und da wird mein Schrei. Ja, Freude. Aber weh, hier taucht noch ein Gegner auf. Ich sag's euch. Was haben wir jetzt hier drin? Zwergenstiefel. Cool. Nehmen wir mit. Gold. Bögen bewirken um 25% höheren Schaden. Nehmen wir auch noch mit. Jetzt können wir nicht so viel tragen. Ja, nee, ist klar. Weißt du? Machst du hier voll die. Ey, das ist doch Verarsche. Da besiehst du da die ganzen Droge. Ey, was sagst du dazu? Und dann bist. Bin immer noch da. Das sagst du dazu. Das ist schön. Was soll ich nehmen? Ja, warte mal. Irgendwas Schweres noch. Ne, komm. So. Hatte ich hier nicht noch irgendeine Waffe für dich? Hier, komm. Geben. Der kann. Und hier, komm. Die kriegst du jetzt auch erstmal. Wie viel du tragen kannst, ist der Wahnsinn. Nee, hier trennen sich nicht unsere Wege. Ja, einen Moment bitte. Stress mich nicht. Hoppala. Objekte. Bekleidung. Wo ist denn das jetzt? Aktuell haben wir das. Beidhändige Angriffe verursachen um 15% höheren Schaden. Bögen. Nimmt uns aber an Schutz was. Bei höheren. Okay. Wir nehmen das hier. Schießkunst. Das kann uns echt weiterhelfen. Was haben wir denn aktuell auf dem Kopf? Eisenhelm der Magie. Okay. Gut. Was haben wir jetzt hier noch? Eisenstreitkolben. Hier ein Geldbeutel. 41 Gold. Ist hier noch irgendwo ein Grab, wo jemand rauskommen könnte? Wort der Macht gelernt. Kühnes Frieden. So, gucken wir doch mal. Schreie. Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen noch vor dir fliehen. Mehr Worte verlängern die Reichweite und Dauer. Sehr geil. Dafür brauchen wir jetzt aber natürlich erstmal eine Drachenseele. Dafür müssen wir einen Drachen finden. Verständlicherweise. Aber wenn wir das können, dann wäre das echt hilfreich, wenn wir irgendwo mal in der Wildnis unterwegs sind und die Tiere meinen, Angriff! Und dann kühnes Frieden. Freunde, was war denn jetzt auf einmal los? Warum waren wir denn auf einmal so aggressiv? Naja, auf jeden Fall würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal die Folge beenden. Wir haben jetzt einiges erlebt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier in dem Feuerschleierhügel, ne? War es doch. Wir sind im Feuerschleierhügel, ne? Feuerschleiertiefen. Ach, mittlerweile sind wir in den Feuerschleiertiefen. Haben wir abgeschlossen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel hier erleben. Bin ich baff? Positiv? Ich hoffe mal, dass wenn wir dann da rausgehen, dass wir vielleicht nochmal zu dieser Wendeltreppe kommen. Und nochmal die oberste Stufe. Was war denn das jetzt schon wieder? Hast du was umgeschmissen? Hast du was kaputt gemacht? Naja, da muss ich erstmal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Während wir das machen, erstmal verabschiede ich mich. Und in der Pause für unsere Zuschauer, für unsere Gamer-Freunde, muss ich ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Danke jedenfalls an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Skyrim.